Wenn ich die Karte wegnehme, wird sofort das Fleisch anzuwachsen. Der Beschützer. Millionen verhungern, weil kaiserliche Blockade fortgesetzt wird. Aufgrund des fortlaufenden Transits von Tesch wurden Rationslieferungen nach Vineta erneut von kaiserlichen Truppen gestört. Millionen von Bürgern Eusans müssen einen weiteren Monat hungern. Nachdem kaiserliche Raketenfrequenten im Orbit um Kitesh einen unserer humanitären Konvois kritisch beschädigen und diplomatische Beziehungen mit dem Kaiserreich in eine neue Krise stürzten. Der Orbit von Kitesh wird den Verkehr zwischen Vineta, Rotfront und Heimat noch für weitere 8 Saisons blockieren, wodurch unsere Befreiungstruppen auf Vineta mit nur minimaler Unterstützung auf dieser trostlosen Ozeanwelt gestrandet sind. Nur mit Durchhaltevermögen können wir die Überreste von Vineta wieder aufbauen. Uff. Mitgenommen. Mitgenommen. Kein Platz mehr frei. Das heißt, ich komme gleich für die Karte nochmal wieder. Und für die Uzi-Muni gleich auch. Und für die Flintenmunition auch. Oh. Da reinzugehen, ne, das ist echt mies. Einmal das Termin kurz ablegen, damit wir die Sachen kombinieren können. Kombinieren so und kombinieren so. Ich nehme das jetzt noch nicht, ich pack's nur beiseite. Wir müssen noch ein, zwei Sachen einsammeln. Zum Beispiel diesen Patientenschlüssel, den ich da reinpacke. Oh nein, 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 nein. So, wir machen mal eben einen zweiten Speicherplatz hier auf. Kommen wir jetzt hier endlich durch? Ja. Gut. Kurz das Radio wieder ausmachen. Das nervt ein bisschen. So, dann einmal die Uzi-Muni. Zwei Plätze haben wir noch frei. Flintenmuni und die Karte. Und dann können wir danach nie wieder hier durch. Den Turm nehmen. Ja. Das sind ihre Zähne. Uff! Oh, oh, hat die zugeschlagen. So, der Turm. Gucken wir uns den mal ganz kurz an. Nummer 16, der Turm. Okay, haben wir jetzt hier bisher 3 Spielkarten gefunden. Es wird einmal weggelagert. Wir nehmen einmal ein Spray zum Reparieren. Kurz die Uzi zum Nachladen. Weggelegt, dann als nächstes Flinte und Flintenmuni. So. Das benutzen wir. Und jetzt speichern wir. Jetzt speichern wir. Und dann geht's gleich weiter. Mit den beiden Schlüsseln. Theoretisch müssen wir hier unten immer noch die Frequenz rausfinden. Nee, nee, was heißt rausfinden? Die Frequenz anwenden einfach nur. Aber da ist halt so viel los, dass das echt schwer ist. Also gehen wir erstmal hier oben hoch. Oh, natürlich. Natürlich sind da noch 2 andere drin.
So ist das natürlich um einiges schwerer. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Wir sind hier. Wir sind hier und wollen da oben hin. Gott, wie kriegen wir das am besten hin? Erstmal nehme ich den Patientenschlüssel. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was testen. Kann ich die Karten miteinander kombinieren, um daraus ein Set zu machen? Okay, kann ich nicht. Und wir haben immer noch das große Rätsel von den verschiedenen Mondphasen. Richtung ganz am Anfang dieses Abschnitts. Zimmer 0512. Klar. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu Zimmer 0512. Metro-Plattform. Hier unten kann ich wahrscheinlich auch das Foto entwickeln. Aber hier müssen wir erstmal komplett nach oben. Oder? So, erstmal hoch, damit wir wieder zu Zimmer 0512 kommen. Jetzt sind wir schon auf der richtigen Ebene. Wir müssen bloß einmal hinlaufen. Oh, du bist auch schon wieder da. Ist richtig Party hier unten, würde ich mal sagen, oder? Steht nicht auf. Dankeschön. Ist echt verstörend, dass wir da eine Karte weggenommen haben und da jetzt Fleisch wächst. Oh, ist entschlüsselt. Ja, komm. Rein mit dir. Du willst mich doch verarschen, oder? Uff, okay. Ich habe einen Platz gefunden, wo wir die Karten hinlegen müssen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir mit... Hey. Ach Gott. Die Steuerung. So. Die Regel der 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trag nie mehr als 6 Gegenstände bei dir. Okay. Isas Notiz. Wo haben wir denn die tollen Plakate von den verschiedenen Welten? Quenzen, Schwert, Ra, Bujan. Bujan, da ist ein Turm drauf. Aber auch ein Sechseck. Itesh ist das. Erwartet Befreiung. Rotfront, Hoffnung für die Zukunft. Vineta, die Wiege der Menschheit. Okay, ich glaube, ich muss mir die Karten gleich mal anschauen. Ein bisschen genauer. Ich habe jetzt hier natürlich nichts dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass dann dort die verschiedenen Mondphasen zu finden sind. Traumtagebuch. Sechste Nacht. Ich träumte, ich war ein kaiserlicher Bauer. Ich umarmte meine Geliebte in der roten Wüste von Kitesh, als ein Sturm um uns verschlang. Der Sand zermalmte uns, bis nichts zurückblieb. 13. Nacht. Ich war eine Arbeiterin in den Minen von Ling.
als ich von einer formlosen Masse Fleisch verschlungen wurde. Mein Fleisch vereinte sich mit dem Fleisch vieler anderer, bis nur meine Knochen zurückblieben. Mein Geist vereinte sich mit dem Kollektiv des Fleisches, das jenseits des Todes weiter besteht. 16. Nacht. Inmitten eines tosenden Sturms fiel ich von einem zerstörten Wolkenkratzer auf Vineta. Doch ich erreichte den Ozean unter mir nie. Viel weiter und weiter, als plötzlich ein Blitz das Gebäude traf und ich wachte auf. 18. Nacht. Ich trieb im lichtlosen Meer unter dem Eis auf Rotfront, als ich eine riesige Kreatur in der Finsternis unter mir bewegen sah, im dunklen Kern des Mondes. 19. Nacht. Ich sah ein brennendes Auge am Himmel über den Wolken von Bujan. Ich schritt durch den schwebenden Kaiserpalast, als der Blick der sonnenartigen Iris meinen Körper zu Asche werden ließ. Okay, krass. Okay, und hier ist nur ein riesiger Fleischberg. Wirklich, wirklich beruhigend. Okay, Leute. Das wird alles gerade hier nicht einfacher. Ja, die Box haben wir da oben schon uns geholt, wo wir den Sound abspielen mussten. Tarotraum hatten wir. Dann befürchte ich, dass wir erstmal das Mondwandbild, das können wir, glaube ich, erst später machen. Computer. Hilft uns nur, wenn wir eine weitere Diskette haben. Das Keypad. Keine Ahnung, wo wir da entsprechend die Unterlagen für finden. Also denke ich mal, dass wir hier aufgrund Ermangelung, wo ich weiß, wo der Fotoladen ist, zur Metro-Plattform müssen. Und was sehr, sehr hart werden dürfte. Oh komm, scheiße. Ja, das war mir doch klar, dass das passiert. Jetzt, wo wir die Karte da weggenommen haben, können wir diese Abkürzung nicht mehr nehmen. Oh, das war die falsche Tür. Nee, doch, die richtige. Weil da das Fleisch natürlich jetzt durchgewachsen ist. Das ist doch klar gewesen. Mist. Das macht uns die Navigation echt nicht leichter. Gehen wir mal kurz gucken. Wir haben sowieso keinen anderen Weg mehr, ne? Mal gucken, ob wir durch den Fleischwolf überhaupt noch zurückkommen. Okay, noch ist das Fleisch hier nicht weitergewachsen. So, wir haben Revolver und Flintenmunition. Ich werde erstmal speichern, weil ansonsten werde ich hier nicht weiterkommen. So. Das ist mit dem Umschalten der Frequenzen einfach nicht schnell geregelt hier. Das ist anstrengend. Dieses Spiel, ne, das kann echt, echt gnadenlos sein. Ich warte eigentlich, dass die da draußen eben kurz mal wieder auf ihre Startposition zurückgehen. Weil ich da sonst nicht zurechtkomme. Oh Gott.
Leute, geht da endlich weg! Okay, gehen wir mal hoch. Vielleicht hilft das ja, die Leute da wieder wegzukriegen. Und natürlich schießt sie nicht. Das ist echt problematisch, ne? Nächster Versuch. Sehr actionlastig. Und einfach sehr hardcore gerade. Das ist gerade etwas anstrengend. Okay, wenn die da so dicht vor mir stehen, dann hilft nur eine Schrotflinte. Okay. Einen schon mal weg. Aber ich glaube, das war alles, was ich an Schrotmuni hatte, ne? Ja, das sieht da noch aus. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Oh, eine volle Schrotladung rein und trotzdem immer noch am Stehen. Schnell. So, gut. Jetzt kann ich mich nämlich endlich auf die Frequenzen einstellen. Oh, bis ich bei 218 bin, ne? Mit der Frequenz. Ich scrolle und scrolle und scrolle. Muss ich das auf dieser Seite auch noch machen? Nein. Oh Gott. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Oh, ich glaube, da wurde jemand weggebrannt, oder? Wirklich noch mehr? Könnte das der Fotoladen sein? Kann leider kein Chinesisch. Young Fotos, das steht da sogar drauf. Nice. Okay, dann beeilen wir uns mal. Da ging es nirgends hin. Oh Leute, das war anstrengend. Flinte weg. So, dafür nehmen wir den Fototank und den Schlüssel. Oder auch nicht. Weil wir Pistolenmunition dabei haben. Den Schlüssel. So, kurz speichern. Ganz kurz speichern. Und dann gehen wir sofort weiter. Ich hoffe, dass dass der Frust aufgrund der schwierigen Kämpfe langsam nachlässt. Ach nein, ich habe die Waffe gar nicht mitgenommen. Entwicklerflüssigkeit. Schloss ist defekt.
Volksarmee 5. Venetianische Infanteriedivision, eine 12. Huangana, Seolina, Yitu Lilith, Wong Helena, Elise, Park Notburga, Okiyama, Birgit, Liang Rebecca. Okay, also noch mal ein bisschen herumrennen, ne? Wieder Zeug wegsortieren. Einmal die Muni weg. Komm, Revolver-Muni, das ist auch nur jetzt ein Extraschuss gerade gewesen. Und uns geht's mies, das heißt, wir sollten uns lieber heilen. So, dann endlich in den Fotoladen entwickeln und glücklich sein. Kann ich das kombinieren? Nice. Ansehen. Das Foto zeigt eine Art von digitalen Punkt Matrix-Code. Ich frage mich, was für eine Maschine diesen Code verarbeiten kann. Das wäre es jetzt. Dan ruft an sein Smartphone den QR-Scanner auf. Ne, ist leider zu kaputt, als dass mein Handy das identifizieren könnte. Okay, das heißt aber, irgendwo gibt es ein Schloss, wo wir dieses Foto nutzen könnten. Aber nicht hier, ne? Nee. Okay. Haben wir das mit dem Foto wenigstens schon mal gelöst. Und wir gucken mal eben hier hinten, was es hier so gibt. Oh, da können wir sofort direkt rein. Scanner, pack... Ach komm, wirklich. Okay, wir benutzen das Foto direkt. Die Sonne nehmen, ja. Abhauen. Ich bin aufgeflogen. Ich bin mir sicher, dass das weißhaarige Mädchen, das im Fotoladen in Sektor C arbeitet, bioresonant ist. Sehr vorsichtig. Ich werde nicht gut genug bezahlt, um noch mehr Risiken einzugehen. Ich bin auf dem nächsten Schiff nach Gitesh morgen. Triff mich am Hafen in Sektor N und wenn du auch raus willst. Okay, die Sonne hat dann mit Gitesh zu tun. Okay, Packstation. Gucken wir nochmal eben, ob irgendwie die anderen beiden Türen zugänglich sind. Tatsache. Wir können auch hoch und kommen im Atrium wieder raus. Gut, Tür ist entriegelt. Das heißt, wir können jetzt nochmal wieder runter und noch eben versuchen, ob wir den letzten Raum abgreifen können. Und das war mir ja schon klar, dass es mit der Packstation jetzt zu Ende ist. Leute, ernsthaft. Und die Fotostation auch. Okay, mies. Richtig mies. Boah.
Nebenbei, habt ihr eigentlich gesehen, als ihr den Raum betreten habt, dass der Bildschirm gerade wie ein Auge aussah? So, ich nehme jetzt die Uzi mit und lade sie nochmal nach. Aber leider habe ich auch nichts gerade zum Heilen. Sonst hätte ich das nämlich jetzt gemacht. Wir speichern jetzt. Ich sag dir, wenn das nachher einen Effekt hat, dass wir oft gespeichert haben, ne? So, probieren wir es jetzt oben nochmal. Ob wir diesen Raum auch wegkriegen. Kommst da ja kaum zurecht, ne? Wenn ich jetzt wieder reingehe, stehen die doch direkt an mir dran. Sag mal, ich komme da rein und kann gar nichts machen. Ja, wo hänge ich denn jetzt dran? Hier, kurz. Kippt aber auch nicht um, ne? Ey! Hallo! Hallo! Das Spiel. Dieses Spiel. Es ist erfolgreich, mich ganz schön zu nerven. Nächster Versuch. Und wir müssen uns fragen, wie kriegen wir es hin, dass die Dinger einfach mal umkippen. Ich nehme jetzt das Thermit mit und werde das direkt ausrüsten. Ich will mich da gar nicht großartig jetzt mit aufhalten, dass wir da noch viel länger dran sitzen. Wir müssen halt da irgendwie oben durch. Das Spiel kann es einmal auch echt schwer machen, ne? Nochmal Betäubungsstick. Nehmen wir doch mal direkt und heilen uns einfach mal damit komplett hoch. Hoffe ich zumindest. Wiedervereinigung. Orbitalverteidigungsgeschützbatterie Vineta 12. Um jeden Preis. Artillerie. Division der Volksarmee. Wenn ich das so richtig sehe, haben wir hier auch so langsam die verschiedenen. Das sind darum verschiedene Symbole, ne? Hier ist mal Kitesh. Das Dreieck. Statt das Sechseck. Und jetzt ist das Sechseck hier Bujan. Und der Stern wäre dann Vineta. Weird. Alter, das Spiel will ja auch gar nicht übertreiben, ne? Oh, Flinte habe ich jetzt natürlich gerade nicht dabei. Reparaturflicken. Ich habe einen Platz frei, das heißt, wir nehmen jetzt Reparaturflicken. Alles, was wir benutzen können, benutzen wir.
So. Rote Diskette ist dabei. Wir können sowieso nichts mehr mitnehmen. Dann rüste ich mal das Stun-Gerät aus und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie, ja, hier oben beim Zahn, oh, das ist der Zahnarzt. Hier war, wie wir hier langkommen. Oh, du willst mich doch wohl veräppeln. Okay, es gab eine glorreiche Tür. Nitro-Munition. Oh, die Mondscheinsonate. Bioresonanztechnologie und ihre Grenzen. Vertraulich, keine andere Technologie hat unsere Nation geformt wie Bioresonanz. Wenn wir uns hier vom Würgegriff des Kaiserreichs befreien können, ohne die Unterstützung der Replikas? Essentielle Technologien wie Klimaform und induzierte Schwerkraft wären unmöglich ohne Bioresonanztechnologie. Trotzdem scheint es, als ob wir wenig Aufwand betreiben, Bioresonanzeffekte wirklich zu verstehen oder mit konventioneller Technologie zu replizieren. Unser Fortschritt in der Entwicklung von Elektronik und Mikroprozessoren stagniert nun schon seit fast einem Jahrhundert, während wir uns ausschließlich auf neue Wege konzentrieren, dieses kaum verstandene Phänomen auf neue Arten zu instrumentalisieren. Nehmen wir mal Replikas als Beispiel. Der Vorgang, ein neurales Muster einer Spendergestalt in ein Replikagehirn zu kopieren, wird noch immer nicht komplett verstanden. Wie entsteht Synchronizität? Warum ist die Kopie nicht perfekt? Was passiert mit bereits vorhandenen Mustern im empfangenden Hirn? Eine Replika ausschließlich mit Mikroprozessoren und digitaler Programmierung herzustellen mag weit jenseits unserer aktuellen Fähigkeiten liegen, aber ich bin der Überzeugung, dass wir zu abhängig geworden sind von einer kaum erforschten Technologie, die ausschließlich von einer kleinen Gruppe von Außerwelten kontrolliert wird. Nicht mehr lang, dann sind wir bald wieder da, wo wir unter der Herrschaft des Kaiserreichs waren. Sehr spezifisch, oder? Steht da? Pareidolia. Ist das ein Schalter? Pareidolia. Verschiedene Falter hier. Kleine Zimmerpflanze. Munition, die wir nicht nehmen können. Und ein Safe. Mond und Töchter. Mond und Töchter VEB. Lass mich mal was. Wenn es Mond und Töchter ist, dann könnte es sein, dass das ein Hinweis auf Ara ist. Scheinbar nicht. Mond und Töchter. Vorsicht. Mond und Töchter. Ich befürchte, dass wir uns erst diese Diskette ansehen müssen, um das hier lösen zu können. Ich guck nochmal, was Falke für eine Abkürzung hatte. Oder Adler. Fasziniert, bla 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 bla. Okay. KLBR oder der Adler. ADLR. A. Gibt es nicht. Ja, aua. Gehen wir nochmal hier durch, ob wir gerade irgendwo eine Abkürzung sehen, die passen könnte. Euler.
Rav ging nicht. Storch. Euler, Storch, Star. So. Euler. Nee. Storch. Gibt's nicht. Dann Star. Auch nicht. Euler, Storch, Star. Was hatten wir noch? Waff. Hier wurde ein Falke geschrieben. Wahrscheinlich ist es eine Kombination von Buchstaben, die hier gar nicht aufgelistet ist. Star. FKLR. Das ist jetzt das Einzige, was... FKLL und... Ich notiere mir das mal eben kurz. FKLR oder... MNHR für Mina. Okay. Mehr habe ich jetzt hier nicht. Davor als Auswahl. Bin hier, okay, hier gibt es kein F, denn ein M. Ne, gut, dann ist es auch egal. Okay, ich habe eine riesige, riesige Wissenslücke. Guck mal ganz kurz nach, was Pareidolia bedeutet. Weil ich habe null Ahnung. Pareidolia, das heißt wahrscheinlich einfach nur Schmetterling, oder? Ah, oh, verarsch mich doch nicht. Ah, ich verstehe. Pareidolia bedeutet, dass man als Mensch dazu tendiert, in zufälligen Muster, in zufälligen Strukturen Muster zu sehen. Zum Beispiel, wenn du eine Wolke siehst und daraus dann halt ein Tier machst. Oder wenn du halt irgendwo einen Toast hast und du siehst die Form da von Jesus drauf. Oder ähnliches halt. Und ich glaube, das ist der Hinweis, ne? Muster erkennen. Ich erkenne hier ein Muster. A. E. O. A, E, O. N. S. A, E, O. N. A, E, O, N. Die Organisation, Aeon. Was ist das? Das sind Kokons von Schmetterlingen. Kein Platz, der Mond zu tragen. Haben wir nicht. Okay, dann kommen wir doch gleich wieder, würde ich sagen. Oh, komm, hast mich gerade noch erwischt. Nee. Nee. Aber so langsam kriegen wir das Zeug zusammen, ne? Einmal die Diskette weglegen. Und den einen Stick. Haben wir wie viel schon? 1, 2, 3, 4, 5. Danach fehlt nur noch eine. Danach fehlt nur noch eine Karte. Nitro-Munition mitgenommen und die Karte auch. Den Mond nehmen. Jetzt schnell hier raus.
Weil wir wissen, was gleich passiert. Wir können hier nämlich nie wieder rein. Und wir müssen hier auch nie wieder hin. Wow. Okay, Karte weglegen und dann die Diskette nehmen und zum Computer rüberbringen. Der Mond. So. Nehmen wir noch Revolvermunition mit? Ja. Weil die können wir direkt eben einmal nachladen. Dann gespeichert und dann rennen wir rüber. Uiuiuiui. Ernsthaft, was Entwickler so hinter... Einfach mal so eine hinter einer blöden Fake-Ende-Wand hinpacken. So, wie kommen wir denn jetzt dahin? Wir müssen hier unten einmal komplett durch zur Treppe. Oder wir nehmen einfach die Treppe hier oben. Dann kommen wir hier hinten lang. Und können dann da durchlaufen. Junge, Junge. Dankeschön, dass ihr da wart. Wir rennen einfach weiter. Und wir müssen immer noch die Zahlenkombination rauskriegen. So, hier einmal durch. Dass die da beiden immer noch am Boden liegen, ne? Ich habe schon längst gedacht, hey, die stehen doch irgendwann auf. Und die rote Diskette benutzen. Was gibt es zu lesen? Medibank. Medizinische Datenbank. Ach du meine Güte. Aber wenigstens kriegen wir dann jetzt die Töchter raus. Okay. Das sind diese beiden Schwestern. Immer die letzten sechs Zahlen. Von den Schwestern, oder die letzten sechs Zahlen von den Schwestern waren das. Es wären hier von Erika Itu, die PKZ-Nummer Iterik V und dann 560524, Geburtsdatum 14S52PC. Gott, was auch immer das bedeutet. Das. Geburtswelt Vineta, Heimatwelt Rotfront, Studentin, Wohnort Rot C. Krankengeschichte, verstauchter Knöchel, Grad 1, sportlich sehr aktiv. Isolde. Die beiden haben die gleiche PKZ-Nummer am Ende. Sind Zwillinge. Sie ist Verkäuferin, auch Rotsee. Krankengeschichte, leichte Fraktur, linkes Schienbein. Doppelfraktur, rechter Arm. Platz, Wundestern, wird regelmäßig für kleine Wunden behandelt. Disposition zu Unfällen. Ah. Waltraud, Gau. Fabrikarbeiterin in Rot C. Bronchialasthma. Arztnotiz, Antibiotika, Unverträglichkeit. Roswitha Fong. Von Vineta, Replikatechnikerin im Ruhestand. Im Ruhestand? Im Ruhestand? Die sieht... Ich finde, die sieht immer noch... Überraschend jung aus für den Ruhestand. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, multiple Sklerose, Schlaflosigkeit. Patientin vergisst ihre Medikamente oft. Okay. Vielleicht deshalb schon ausgemustert. Angabiriel. Starker Hörverlust, Osteoporose, chronisches Asthma. Cochlea-Implantat. Echt kranke Menschen. Arztnotiz für Ulrike Co. entfernt. Und Gitesh, hereditatives Bronchialasthma. Alle haben Asthma. Atemwegsentzündung. Unbekannte Ursache von Saskia Lee. Dann haben wir noch Liang Rebecca. Nebenhöhlenentzündung. Antidepressiva-Ration wurde verdoppelt.
Nikola Nguyen? Nikolai Nguyen. Brustwirbelsäulenschmerzen behauptet, nicht am gemeinschaftlichen Morgensport teilnehmen zu können. Ariane Jung. Rotfront. OC. Schlaflässigkeit, Blutergüsse, frühzeitige Akromotrie. Was auch immer das heißt. Und Siegfried Yi. Irritatives Bronchialasthma, Kontaktdermatitis. Wiederholter Kontakt mit chemischen Reizmitteln bei der Arbeit. Wenn ich mir hier so mal ganz stumpf diese Patientenakten anschaue, fällt mir erstmal großartig nichts auf. Nur, dass mir das so vorkommt, als ob das vielleicht die Vorbilder für die Replikanten oder die Replikas gewesen sein könnte. Weil das hier sieht auch verdächtig aus nach Adler, oder nicht? Wir laden mal alles herunter. Okay, dann wissen wir jetzt, wie wir in den Laden reinkommen. Speichern wir und dann geht's zum Laden. Und mir tut es echt weh, dass wir immer noch nicht das Gewehr haben. Wahrscheinlich hätten wir das von Isa bekommen können. Aber leider Pech gehabt. Okay, 5 Karten. Keine zusätzliche Munition. Termit haben wir dabei. Los geht's. Was finden wir in dem Shop? Was werden wir vorfinden? So, ich habe mir aufgeschrieben, die letzten 6 Ziffern der PKZ sind 5, 6, 0, 5, 2, 4. Das hat gestimmt. Wir können rein. Ist mir etwas zu dunkel? Bestimmt kommt gleich irgendwas wieder aus dem Boden gekrabbelt. Lied der Götter. Besitz und Verkauf dieser Veröffentlichung ist verboten und strafbar durch den 4. Kulturschutzerlass. Es existiert eine Verbindung zwischen uns allen, der sich nur wenige völlig bewusst sind. Ein Lied, zu dem wir alle tanzen, das aber nur wenige hören können. Diese tiefe Vibration des Kosmos kann nicht nur gehört und gefühlt werden. Wir alle resonieren in Harmonie mit ihr. Formen sie, wölben sie um uns. Jene Auserwählten, die sie bewusst wahrnehmen können, fürchten sie oft. Zu bedrückend ist der Klang der Sterne, zu eindringlich das Rauschen der Ahnungslosen um sie, wie sie das Lied verschmutzen mit ihren launischen Gefühlen. Aber mal und wieder werden solche geboren, die diese Musik der Welten nicht nur hören und spielen können, sondern denen es zu dirigieren vermag. Außergewöhnliche Individuen, die in der Lage sind, die Essenz der Welt um sich herum zu manipulieren. Viele sind der Überzeugung, dass die Großkaiserin solch ein Wesen ist. Ihr unfassbarer Wille beugt die Menschheit ins Kaiserreich Eusan und erhob uns zu den Sternen. Es war ihre Macht, die Leben in die ersten der Menschen. Es war ihre Macht, die Leben in die ersten der Menschendiener hauchte, welche nun das Gewicht des Kaiserreichs auf ihren Carbonstahlrücken tragen. Schwierige Literatur. Konnte sie nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber sie ist nicht mehr hier. Kann nicht mehr. Es tut mir leid. Was passiert mit ihr?
Ergib mir. Was? Isolde. Ein Foto von Isa, die eine Schuluniform trägt. Das Bild ist stark beschädigt. Ein Bild von Erika. Karte der Tod aufgehoben. Weiß aber auch, dass wir jetzt alles mitnehmen müssen. Weil wir hier hinterher nicht wieder reinkommen. Aber was ist jetzt gerade mit Isa passiert? Ist sie tot? Geht es uns? So lala. Okay, wir haben jetzt alle Karten. Isa, ich hoffe, das warst du nicht wirklich, sondern nur eine... irgendeine Vision. Mehr nicht. Was zur... Der Lichthof wurde von einer Fleischmasse verschlungen und hat Unrat, der in Netzen darüber hing, am Boden verteilt. Drehring nehmen? Warum liegt denn eine Elster-Einheit? Okay, das heißt, wir holen jetzt die Karten. Wir holen die Karten. Wir müssen gleich mal ganz schnell schauen. Ein großer Metallring mit Aussparung auf der Vorder- und Rückseite. Okay, noch keine Ahnung, wofür der ist. Aber der kommt erstmal beiseite. Genau wie der Revolver. Und die Taschenlampe. Dafür nehmen wir erstmal ein paar Karten mit. Wir müssen sowieso zweimal laufen. Speichern wir einmal.